Also ich heiße Christina Abraham, bin zum IPE gekommen. Eins war eigentlich durch Zufall. Ich kenne eine Freundin, die ist auch Kinder- und Jugendcoach, aber in Mainz habe ich da mal ein bisschen erkundigt und bin dann ganz schnell auf die Seite gestoßen vom Daniel. Die hat mich sofort angesprochen. Ich fand das ganz toll, mit den Werkzeugen, die er da beschrieben hat, arbeiten zu können. Und bin einfach neugierig geworden. Und ja, jetzt sitze ich hier. Also ich bin total begeistert von diesen Methoden. Das konnten wir ja auch alle direkt wirklich spüren. Und fand es auch absolut beeindruckend, was man bei dem anderen sofort auflösen kann. Die Blockaden, die sich dann lösen, wie der andere sich verändert und wie der hinterher völlig gelöst ist. Das war so toll und das gibt mir auch selber so viel, wenn man das sieht, wie man anderen Menschen damit helfen kann. Also ich war absolut begeistert und auch heute die Fantasiereise ist einfach wunderbar. Also das geht alles so ineinander über, das ist auch alles so nachvollziehbar und also es sind ganz, ganz tolle Werkzeuge, die einem damit gegeben werden. Ist super, ist ganz toll. Ich komme hier hin, auch wenn ich morgens müde und kaputt bin, ich habe sofort eine unheimliche Energie. Der Daniel ist ganz klasse, der reißt einen so mit in dem Seminar. Ich habe ja schon einige Seminare besucht, aber der reißt einen total mit. Der hält einen immer bei der Stange und auch wenn man mal irgendwie versucht so abzuschweifen und schon mal so aus dem Fenster guckt, dann macht er einen Satz und man ist sofort wieder da. Der nimmt einen sofort wieder mit, der merkt das auch sofort. Aber eigentlich passiert das auch fast gar nicht, weil der so toll das macht und rüberbringt. Guck also nicht einmal auf die Uhr. Ne? Das ist wirklich, der Tag ist rum, ohne dass ich einmal auf die Uhr geguckt habe. Das ist irre. Ganz toll.